Jo, meine Freunde, ein herzliches Willkommen hier aus Aserbaidschan, aus Baku. Eine sehr tolle Strecke, nur leider, wenn da nicht diese 1,2 Kilometer lange, unendlich lange Geraden für unseren verdammt langsamen Honda-Motor wäre. Wir sind hier. Ich bin guter Laune, das Qualifying wird heute hoffentlich ein Burner. Nur die Rennpace, gerade mit diesen langen Geraden, wird fast unmöglich werden. 6.003 Meter, 20 Kurven und zwei DRS-Zonen machen die Strecke sehr, sehr toll. Abonniert den Channel, kann kostenlos. Lasst mir nicht gerne einen Daumen da und schaut euch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Wir starten direkt rein in unsere Hotlap. Natürlich wieder Blitzqualifying wie immer und die 5 roten Lichter gehen aus und dann dürfen wir das Steuer übernehmen. Und los geht's. Der erste Bremspunkt sehr, sehr hart natürlich. Nach einer so ewig langen Geraden musste mal ja, die richtige Linie finden. Natürlich hilft mir dann die Ideallinie. Die zweite Kurven-Exit war eigentlich okay. Wir bleiben auf dem ersten Platz, Leute. Aber das ganze Wochenende lief eigentlich ziemlich gut. Jedes Trainingsprogramm und so weiter ist okay gegangen. Nur das Problem ist halt, wie gesagt, wir haben unsere Probleme auf der extrem langen Start- und Zielgeraden. Und da werden wir vermutlich heute noch einmal gerade im Qualifying richtig genommen werden und vermutlich dann auch im Rennen. Ich habe Szenen gesehen von anderen, die die Strecke gefahren sind und die auch gesagt haben, die KI ist unnormal schnell auf diese Start- und Zielgeraden. Und natürlich gerade wenn du da so ein Defizit zu den anderen Motoren hast, ist das echt traurig. Aber lass uns mal reingehen. Die engste Stelle, I am stupid, die haben wir sehr, sehr gut genommen. Hier auch innen bleiben, das ist ganz wichtig, sonst schaffst du den Exit nicht. Oh mein Gott, da kommt der Burnout und da verlieren wir unnormal Zeit hier auf den Gegner. Wir bleiben natürlich noch auf 1, aber jetzt kommt unsere Schwachstelle, der Hauptsektor, beziehungsweise halt der Sektor, wo wir am meisten Zeit verlieren werden. Gerade diese lange Geraden darunter, dann kommt hier nochmal eine Geraden und ab hier ist eigentlich alles Full Speed, man bremst hier nicht mehr. Full, full, full. Hier gehe ich natürlich vom Gas runter, weil ich das nicht full nehmen kann. Und voll, voll, voll. Alles hier voll. Und schaut oben rechts. Wir verlieren an Zeit. Und auch jetzt dann gleich an Boden. Jetzt ist circa da die Zeit, wo unser Motor ansteht. Und gerade ja, zweiter schon. Und natürlich auch noch dritter. Was für eine Scheiße. Mit Vollgas durch den Sektor 3 bis zur Ziellinie. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Im Rest der Startaufstellung haben wir der Wissenschaftler, Verstappen, Sergio Perez und Hamilton, Russell, Norris, Bottas und Fernando Alonso, Mick Schumacher, Tsunoda, Kevin Magnussen und Ocon, Gasly, Stroll, Sebastian Vettel und Guanyu Zhou, Albon, Ricardo, Liam Lawson, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los, und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie... So Leute, wir sind hier in der Starterstellung. Ich stelle mich ein bisschen weiter rechts auf, weil ich mir gedacht habe, kann vielleicht natürlich sein, dass wir hier vielleicht davon profitieren können, dass die Ferrari sich in die Quere kommen. Die vom roten Lichter sehen aus. Und der große Preis von Aserbaidschan beginnt. Unser Start natürlich wie immer sehr gornrig, aber auch war sehr, sehr lächerlich. Aber der auch von Leclerc und ich denke mir so, der kommt schlecht weg. Aber nein, ich berühre die ganz leicht die Mauer. Es war kein Flügelschaden, Gott sei Dank. Auch Leclerc hatte keinen Schaden. Ich war da sehr optimistisch, war dann viel zu spät auf der Bremse und dachte mir, Augen zu und durch, das wird schon irgendwie, ja, so sollte man natürlich nicht rennfahren. Und schaut euch mal die unnormale Pace des scheiß Carlos Sainz an, Mann. Der ist so unnormal schnell hier. Ja, in der Kurve kommen wir wieder ein bisschen dran, aber auch schaut euch den Exit an. Natürlich ist auch da mein Auto nicht perfekt. Und ich weiß nicht genau, warum wir jetzt schon 14% hinten und 9 vorne haben, nach 3 Kurven. Also sind das angefahrene Reifen? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, warum wir so hardcore benutzte Reifen haben. Ich meine, wir hatten zwar ein bisschen Wheelspin beim Start. Wir gucken uns das nachher an, ob der Wheelspin ein bisschen war oder doch ein bisschen mehr war. Hier durch die enge Stelle, und das sind schon 8 Zehntel, jetzt habe ich hier einen Schnipsel drin gehabt. Das ist gleich wieder eine Zehntel mehr, und jetzt sind wir schon aus dem DRS-Fenster draußen. Und das noch nicht mal nach der ersten Runde. Es war mir irgendwie klar, dass ich da vorne in der Liga nicht mitfahren kann. Aber ja, das ist natürlich echt traurig, wenn du da auf dem Boden der Tatsachen bist und genau weißt, du hast keine Chance gegen die Ferrari, vermutlich auch nicht mal gegen die Red Bull, die den gleichen Motor haben wie wir. Natürlich wir ein bisschen gedrosselt, aber das ist echt, ja, da fehlt noch einiges an Pace. Und jetzt kommt gerade mal, ja, dieser Haas-Sektor. Ich finde den ganzen dritten Sektor, ich meine Hassen, ich liebe die Strecke, aber gerade hier müssen wir gleich den Asi-Move machen und uns raustragen lassen, sonst wäre da, ach, das Einsatzlimit erreicht. Ja, das muss ich mir auch angucken. Und jetzt hier Leclerc einfach vorbei. Aber ich glaube, wir können noch mal kontern. Der ist sehr weit innen und muss dadurch früher bremsen. Wir können da außen vorbeigehen. Er fährt doch eine komische Linie. Ist aber auch irgendwie klar, der muss die komische Linie fahren, weil er ja natürlich innen war. Aber es war sehr weird. Ja, hier können wir uns gerade noch so behaupten. Gucken wir uns den Start mal an. Wir sind das linke orange Auto hinter den beiden roten Autos. Gucken wir mal an, und ja, so Hardcore Wheelspin hatten wir hier nicht, also, und der Start war eigentlich okay. Ja, das war sehr, sehr spät auf der Bremse, da geht's Rad an Rad mit Schalts aus der ersten Kurve raus, aber ja, ich denke mal, hart aber fair, würde ich mal sagen. Let them race, würden die Red Bull Fans sagen, no front, aber das war ja auch immer so der Lockspruch für Verstappen, wenn er so ein Blödsinn gebaut hat, let them race. Und ja, ich würde mal sagen, lasst uns Rennen fahren. Solange keiner stirbt, ist alles okay. So, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel. So, aber jetzt geht's hier runter. Und wir sind immer noch nur vier Zehntel hinter Leclerc. Und jetzt wird schon langsam ein Dreierkampf um den zweiten Platz. Weil auch schon Verstappen sich hier dran gelinkt hat. Und wenn dann das DS losgeht, dann haben wir sowieso keine Chance. Hier haben wir, glaube ich, jetzt nicht mal mehr. Es sind nur noch eine Zehntel. Hier will ich zwar rüber, aber ja, Leclerc kommt damit so einen abnormalen, der hat bestimmt 8 bis 12 km/h mehr auf der Geraden. Hier müssen wir gleich abdecken gegen Verstappen. Der war aber noch nicht nah genug dran. Aber der hat abnormalen Überschuss. Ohne DRS, ohne irgendwas, kommt er da einfach ohne Probleme an uns vorbei. Und das ist traurig. Das ist echt traurig. Ich glaube, wir leben da gerade unseren bittersten Moment überhaupt. Aber Azerbaijan war auch in der Vergangenheit leider nicht. Oh mein Gott, wie Verstappen hier angeschossen. Azerbaijan war in der Vergangenheit auch nicht so beliebt bei mir. Also gerade, ich kann mich an eine Williams-Karriere erinnern, damals in Formel 1 2019. Und ich weiß, Williams war der Tiefpunkt damals hier. Wir sind permanent überholt worden am Start und Ziel von der KI. Wir ersparen hier Verstappen mal das harte Überholmanöver gegen uns und gehen in die Box rein. Wir probieren einen, ja, keine Ahnung was, die Reifen sind einfach tot. Ich weiß nicht, auch im Training so, die Reifen sind so unnormal schnell abgenutzt worden. Ich glaube, wir entwickeln da eine komplett falsche Richtung. Also, ich hatte nach 5 Runden 40% gelbe Reifen. Also, ich hoffe, dass wir das irgendwie ins Ziel retten können. Es sind 8 Runden. Aber ja, ich denke mal, das könnte gehen, das könnte klappen. Wir sind auf dem letzten Platz zurückgefallen, hinter Liam Lawson, unseren Teamkollegen, der es natürlich auch geschafft hat, beim Start, ja, zu verlieren. Jetzt sind wir am hinteren Feld dran. Die ersten sind in der Box, sprich Verstappen und auch Charles Leclerc, der geht schon wieder aus der Box raus. Und mit Verstappen wird das ganz knapp. Jetzt, erste Kurve, Verstappen mit dem kalten Reifen, will hier natürlich direkt ab. Decken. Ich fahre eine andere Linie, ein bisschen mehr Schwung. Okay, nein, ich habe mich einfach verbremst. Und komme mit den eine Runde frischeren Reifen. Zwar ein bisschen besser aus der Kurve raus, aber guckt euch den abnormalen Speed der Konkurrenz an. Hier können wir zwar nochmal mit einem Seitenwechsler uns ja behaupten, aber das wird auf lange Zeit nicht gut gehen. Ich merke die unnormale Pace-Differenz der Gegner. Hier gibt uns Liam Lawson Schützenhilfe. Danke, mein Freund. Danke, danke, danke. So, dann, wir sind hier am Liam Lawson dran, der uns ja auf der Geraden richtig DRS gegönnt hat. Trotzdem ist Verstappen unnormal nah dran. Aber ja, das zeigt halt auch unseren Unterschied. Wir haben zwar den gleichen Motor drin, aber ja, natürlich den viel upgradeteren. Wir kommen trotz DRS und ja, ich habe das DRS abgedreht, weil ich mir gedacht habe, ich spare mir das mal. Lawson wird uns hier jetzt nicht gerade
ja, die Hölle heiß machen. Sala, hier geht's rein. Danke. Und habt ihr gesehen, wie auf die Seite gefahren ist? Das war einfach nur ehrenhaft von ihm. Sala, zack, hier durch. Ich muss so unnormal push, Verstappen ist ganz, ganz nah dran. Carlos Sainz und Leclerc. Und jetzt hat sich alles wieder bereinigt. Wir sind, ja, Dritter noch. Aber ich denke mal, dass das, wie gesagt, nicht mehr lange gut gehen wird. Verstappen ist jetzt ganz, ganz nah dran. Wir müssen ordentlich abdecken. Und ich hoffe, wir haben noch 4 Runden. Lasst uns die 4 Runden überstehen. Dann wäre wieder mal ein Podium drin. Ich glaube nicht, dass das was wird. Hier haben wir einen leichten Versteher. Natürlich auch geschuldet, weil die Reifen... Alter, Verstappen sticht hier einfach wie ein Psychopath rein. Natürlich habe ich ihn hardcore abge... Ach, come on, Leute. Hamilton auch noch vorbei. Und auch Checo hängt sich hier noch dran. Ja, Checo will auch noch. Ja, hier decken wir hier ab. Er hat gekreuzt, das darf er natürlich. Und ja, die kämpfen da in der ersten Kurve. Das ist natürlich sehr gut für uns. Ich muss hier ein bisschen an Verstappen dranbleiben. Hamilton hat eh nicht die Pace gegen uns. Ja, beim Rausbeschleunigen sind wir ein bisschen besser rausgekommen auf Hamilton. Aber ja, jetzt steht halt unser Motor an. Wir haben das DRS aufgedreht, das ERS aufgedreht. Kommen erstens mal nicht an Verstappen dran und an Hamilton sowieso nicht. Sattler. Hier gehen wir ganz, ganz spät rein. So ein typischer Hardcore-Bremsen-Move. Dadurch verliert Verstappen die Position gegen Hamilton, was natürlich auch taktisch eine unnormal gute Idee war, weil ja, Hamilton halt einfach das langsamere, natürlich immer noch viel schneller wie unser Autopaket hat. Und jetzt wird es wieder richtig Hardcore. Hamilton, zack, schert aus. Den können wir hier abdecken mit einmal wechseln. Dürfen wir jetzt natürlich gegen Hamilton nicht mehr. Der zieht hier einfach mal vorbei. Ich glaube aber, dass wir den... holen könnte. Aber habt ihr den Querstier gesehen? Das war gut. Das war sehr gut und das merke ich auch direkt, weil beim Rausbeschleunigen da die Pace fällt. Jetzt gehen wir da wieder rein, aber jetzt kommt ein Fehler, der sehr dumm war. Wir haben natürlich wieder Hardcore reingehalten, weil es nicht anders geht, aber dadurch hat Verstappen den Platz gegen Hamilton gut gemacht und ja, das ist natürlich echt dumm. Ja, jetzt hier kommt Verstappen zwar links, aber er kann da nicht ganz drauf bleiben, weil er genau weiß, ihm fehlt der Radius und wir haben jetzt den besseren Exit und vor allem jetzt auch die Rechtskurve und da ist die Mauer für Verstappen. Jetzt können wir noch gerade so sit down and back, 3 Runden sind es noch, aber ich glaube nicht, dass wir das halten können. Das ist so unnormal spannend hier. Wir müssen hier gegen einen sehr... jetzt ist Hamilton auch noch von Paris überholt worden, jetzt ist es vorbei für uns, denke ich mal. Und so ist es auch. Hier kommt unsere Beerdigung. Runde Nummer 11. Extrem lange Start und Ziel gerade. Es waren 8 Zehntel. Und jetzt sind es, ja, einfach mal hier einmal gekreuzt. Aber ja, das ist unnormal. Hier kommen wir einfach nicht vorbei. Das ist echt scheiße. Diese Start- und Zielgeraden hat uns heute echt das Podium gekostet. Es ist traurig, aber wahr. Hamilton, Verstappen ist vorbei. Und stiehlt uns hier das Podium auf letzter Rille. Also ich meine, wir waren eigentlich eh nur mit unserer großen Zehe immer drauf. Aber ja, hier auch die Reifen, die sind eigentlich okay. Ich meine, ich kann mit den härteren Mischungen in dem Game besser umgehen wie mit den weicheren. Ja, da bin ich sehr spät auf der Bremse, halt auch eben um gegen Checo Perez hier ein bisschen uns zu verteidigen. Aber ich denke mal, ja, das ist verloren. Perez und Hamilton haben noch nie die Pace im Rennen so gegen uns. Aber ja, es reicht nicht, um hier gegen Verstappen leider durchzukommen. Das war hier... ja, dieses ganze Tohuwabohu gegen Verstappen, das glaube ich, ja, das war eigentlich ein sehr guter Move, ein cleaner Move, aber dann kam halt dieser dumme, ja, ich meine, ich habe es eigentlich ja nur verzögert, also wir hatten ja nur auf Dauer oder auf befristet den dritten Platz gemietet. Ich glaube nicht, dass wir das jemals geschafft hätten, den dritten Platz zu behalten. Es ist natürlich schade und das war hier echt dumm. Ich hätte da vielleicht nochmal warten sollen beim Rausbeschleunigen. Aber ich dachte mir, jetzt, wenn ich jetzt nicht mache, ist auch Hamilton weg. Und das war dann auch leider der Fall so. Ich glaube nicht, dass wir mit Hamilton oder wenn Hamilton hinter uns gewesen wäre, dass wir da auch, ich meine, da wären wir auch auf der Geraden vernascht worden. Leider ist es so. Jo, die Highlights sehen natürlich ziemlich entspannt aus, aber ja, das Rennen natürlich jetzt nicht das, was ich mir gewünscht habe. Das ist natürlich echt schade. Ja, jetzt wo ich es in der Replay sehe, das war schon sehr hart gegen Checo Perez hier. Aber wir konnten es immerhin noch ins Ziel retten. Das ist ganz, ganz wichtig. Der vierte Platz, ich meine, scheiß auf Podium, das habe ich mir sowieso nicht gewünscht. Aber ich meine, dass wir da gar nicht konkurrenzfähig waren, das war echt sehr schade. Und wir waren Drive of the Day. Ich werde vom dritten Platz, fliege ich auf den vierten Platz und werde Drive of the Day. Ist natürlich ziemlich cool. Wenn ihr meint, ist das natürlich sehr, sehr interessant. Aber ja,
was soll ich sagen, es war ein Neujahrsrennen. Wieder mal Doppelsieg für Ferrari, ich meine wieder mal, also wieder mal siegten Ferrari, wir sind im 8. Rennen, glaube ich, und hatten 7-mal, also 6-mal einen Leclerc-Sieg und letztens einen Sainz-Sieg, na warte mal, letztens hat Sainz gewonnen, oder? Und nein, wer hat letztens gewonnen? Verstappen? Ich habe gar keine Ahnung, es tut mir leid, Leute, ich habe, mein Brain ist irgendwie tot. Und jetzt wieder ein Leclerc-Sieg, Sainz-Sieg. Also wir hatten bis jetzt, ja, ich glaube, bis auf ein Rennen nur Ferrari-Siege und halt jetzt noch ein Ferrari-Sieg. Also sehr interessant das Ganze. Ferrari sollte in der Konstrukteurs-WM wahrscheinlich schon ab der Halbzeit Weltmeister sein, weil die haben wirklich hier vieles gewonnen. Ich meine, Leclerc ist letztens nur Zweiter geworden oder Dritter, was ist in Monaco geworden? Dritter, Zweiter, aber ja, egal. Das ist echt sehr, sehr gut, wie stabil und konstant die Ferrari im Game sind im Vergleich zu Reality. Das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Aber egal, ich meine, schade. Ich meine, das wäre echt cool gewesen. Verstappen hat uns da unser Podium gestealt. Ich meine, auch wenn wir nie eine Chance gehabt hätten. Okay, egal. Lass uns abhaken. Ich meine, es war nur ein dummes Rennen. Kanada wird ähnlich schwierig werden. Wir haben da wieder eine ewig lange Geraden. Und auch so, man braucht viel Topspeed in Kanada, weil ja auch die komplette Runde rundherum ist. Also rundherum verdammt schnell ist. Ich glaube, in Silverstone haben wir dann eher wieder gute Karten. Aber ja, schauen wir das nächste Mal auf jeden Fall vorbei. Vielen, vielen Dank. Wir schauen. Schauen wir da auf nächstes Mal vorbei. 95 Punkte fehlen uns auf Charles Leclerc. Aber wir halten uns auf einen guten vierten Platz. 2 Punkte vor Checo. Und ja, 12 Punkte. Nein, 22 Punkte hinter Verstappen. Interessant. Ja, das ist schon ein großer Polster, schon ein großer Unterschied zu dem ersten, aber trotzdem, Podiumsplatzierung ist weggefallen. Aber ich meine, ja, auch Russell war nicht in der Box und ich weiß auch nicht, warum ich mir George Russell las. Ich hatte die Auswahl wirklich, for real, zwischen Hamilton und Russell. Ich denke mir so, ich bin Durchschnittsendergebnis 7., 8. Platz und muss mich mit dem Mercedes bekämpfen. Also sorry, aber die Mercedes sind schon um eine Ecke besser wie wir, aber nur so ein bisschen besser wie wir. Wir hatten leider eine Verwarnung für Track Limits. Ich glaube, das war, kennt ihr die Rechtskurve vor der engen Stelle? Das bin ich ein bisschen zu weit drüber gekommen. Irgendwann mal 10.000 und 25.000 Liam. Aber es ist natürlich ein Stadt-Compris, da musst du immer ein bisschen einrechnen. Ich glaube, bei mir war es im ersten Training, wo ich es nicht mal gemerkt habe. Aber die wechseln natürlich dann den Flügel und wissen, ha, das sind 10.000 Schaden. Hier haben wir noch einen neuen Sponsor bekommen. Wir müssen 5 Konstrukteursweltmeisterschaftspunkte holen. Also das ist eigentlich, denke ich mal, ziemlich okay. Sala, aber vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Wir sind für heute fertig. Nächstes Mal steht Corner da an. Ich liebe die Strecke, aber es wird wieder sehr schwierig werden für uns. Dankeschön fürs Zugucken. Abonniert den Channel gern kostenlos. Lasst auch gern Däumchen nach oben da. Und ja, schaut auch gerne auf itz_tobi auf TikTok vorbei und auch gerne auf Instagram. Links sind wir alle unten in der Bio. Und unser neuer Helm wird ein bisschen an Nico Rosberg angelegt. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.